Hallo zusammen, mich hier ist wieder Eutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Goldguide präsentieren. Heute geht es um eine Goldmethode, die man schon ein Weilchen basteln kann, und zwar seit Patch 8.2. Ich habe die am Anfang von dem Patch doch des häufigeren gefahren, weil ich das Zeug selber gebraucht habe. Jetzt eine Weile nicht und dachte mir, komm, jetzt schaue ich mal wieder vorbei, weil es mir ein Kollege empfohlen hat. Um was geht's? Und zwar um diese Geschichte mit den Spare Parts, die man in Mechagon farmen kann, und dort gibt es einen Farmspot, der ist hier. Da sind meistens Elite-Mobs, beziehungsweise wenn man halt diese Wettermaschine da ab hat, kann man mit so einem Item die Mobs rosten lassen und dann sind sie nicht mehr Elite, sondern sie sind hier quasi Non-Elite und man kann sie schneller töten. Und ihr seht, ich kriege da relativ viel Zeug raus, vor allem wenn man das hier in der Gruppe macht, geht das relativ effizient. Und das Krasse ist, ich habe jetzt hier gerade 26 von diesen Teilen rausgezogen, ne? Und hier auf Antonidas verkaufen sich tatsächlich ein Ding für 48 Gold. Also diese 50 Teile sind halt einfach 4000 Gold wert. Also das, was ich gerade rausgelootet habe, waren über 2000 Gold. Und wenn man halt eine volle Gruppe hat, mit mehreren Leuten das hier zusammenzieht, dann kann man die sehr, sehr schnell abfarmen. Jetzt dachte ich, okay, die Preise sind relativ hoch, das Zeug verkauft sich sicher nicht. Ich habe jetzt etwa hier eine Stunde gefarmt. Ihr seht, ich habe mir so eine Stoppuhr gesetzt. Ich kann euch mal was zeigen. Schaut euch mal die Scheiße an. Die Leute kaufen dieses Zeug tatsächlich. Ich dachte mir, es wird nicht verkauft. Ihr seht, das hier sind immer 100er Stacks. Die gehen aber relativ schnell zusammen. Also ich habe jetzt fast 1000 Stück von dem Zeug gefarmt. Und ihr seht, alleine diese Sprungfedern, da habe ich, glaube ich, wie viele Stacks? 100 sind es drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, also 2 habe ich hier für 7, 8 und die anderen für 8. Aber diese 10 Stacks sind alleine 80.000 Gold wert, was ich jetzt in etwa einer Stunde, ich habe ein bisschen früher noch angefangen, gefarmt habe. Dann gibt es noch diese anderen Teile, diese gehärtete Panzerung, die verkauft sich für fast nichts. Das ist ein Teil 3 Gold wert, aber kann man auch noch an den Mann bringen. Und dann gibt es diese Zahnräder, die verkaufen sich auf Antonidas für 46 Gold, also für die Hälfte von dem anderen. Und ihr seht, das habe ich jetzt in 5er Stacks verkauft. Und das habe ich alles vorhin gerade erst reingestellt und es ist alles schon rausgekauft. Also das Zeug wird tatsächlich gekauft. Für was braucht man es normalerweise? Und zwar kann man das ja hier abgeben, für so Kisten. Und dafür muss man halt diese Teile kombinieren, die ich jetzt hier gerade verkaufe. Und wenn man sie kombiniert, kann man das hier abgeben und kriegt so Säcke raus. Und aus diesen Säcken gibt es halt relativ viele von diesen Teilen, also den Ersatzteilen, beziehungsweise noch andere Sachen wie Pläne und andere Geschichten, was man für Achievements brauchen kann. Genau, was ich aber auch schon meine Achievements Guides erklärt habe. Dementsprechend, ja, man kann hier sehr viel Gold farmen und zusätzlich kriegt man einen Haufen von diesen Teilen. Ich habe jetzt insgesamt 30 Kisten mit zusammengebaut in der Zeit und diese Kisten kann man wiederum in Ruftokens umwandeln oder wenn man die nicht in Ruftokens umwandeln will, also ich farme die zum Beispiel die Ruftokens für die Rostbolzen-Vorräte, dass ich wiederum endlich mal die letzte Legendary Essenz hier rauskriege für die Nullifikationsbarriere. Man kann diese Sachen aber, wie ich es auch schon in einem anderen Goldguide-Video erklärt habe, umwandeln in Festmahl. Diese ganzen Sachen kann man sich im AH kaufen, sind relativ günstig, kosten unter 1000 Gold alles zusammen. Und dann braucht man nur noch diese Kiste und das Food verkauft sich etwa für 3000 Gold. Also sprich, ist die Kiste fast 2000 Gold wert und dann haben wir hier nochmal 30.000. Ah ne, 60.000. What the fuck, was sind das für Goldwerte? Also auf jeden Fall kann man hier einen Haufen Kohle machen. Wenn ich jetzt das jetzt mal so zusammenrechne, dann sind es über 100.000 in der Stunde, ne, was man hier machen kann. Und ihr seht, es verkauft sich tatsächlich, das Food verkauft sich auch. Also eine sehr gute Goldquelle tatsächlich, wenn ihr alles dann an den Mann bringt. Bei mir lief das. Kann natürlich sein, dass auf eurem Server das Zeug absolut nichts wert ist, dass es nicht gekauft wird. Das kann ich nie sagen. Ich kann euch nur zeigen, was bei mir der Fall ist. Ich dachte nicht, dass es weggeht. Mein Zeug ist jetzt aber relativ schnell aufgekauft worden. Ja, das war's mit dem kleinen Goldguide-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Ich zeige hier nochmal das Ganze. Auf Englisch heißen die Dinger Spare Parts. Dann schaut ihr, ob ihr Warmode an oder aus habt. Und am besten geht ihr in eine Gruppe, wo der Regen an ist. Bei mir ist hier der Regen an, weil dann haben die Mobs weniger live und ihr haust sie schneller um und es geht dann einfach schneller. Hier die Gruppe ist jetzt nicht sonderlich effizient. Normalerweise zieht man die alle in die Mitte zusammen mal ET weg, dann geht das hier relativ schnell, aber egal. Ich wollte euch das jetzt bloß einmal kurz zeigen. Gut, das war's mit dem Video. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.